CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eines kann man den Linken nicht unterstellen: Sie hätten keinen Sinn für Kreativität. Nur schade, dass ihre Ideen weder zukunftsorientiert noch gerecht sind. Ich habe selten einen Antrag gelesen, der in letzter Konsequenz so viel Ungerechtigkeit in sich birgt, meine Damen und Herren. Und so möchte ich Sie fragen: Ist es gerecht, Politik für die einen zu machen und die anderen dafür zur Kasse zu bitten? Ist es also gerecht, das Rentenniveau dauerhaft auf 53% festzuschreiben und dafür die Rentenbeiträge der Arbeitnehmer zu erhöhen auf bis zu 28% in der Zukunft? Sicher nicht. Denn jeder zusätzliche Prozentpunkt in der Sozialversicherung nimmt den Beschäftigten etwas vom monatlichen Netto. Für andere notwendige Dinge des Alltags steht dieses Einkommen dann nicht mehr zur Verfügung. Das kann die Miete sein, das kann die Autoreparatur sein oder der jährliche Familienurlaub. Wenn die Kaufkraft verloren geht, spüren wir das alle durch eine schwächere Konjunktur. Und das Einkommen fehlt am Ende auch in einem ganz entscheidenden Bereich unserer Altersvorsorge, bei der Finanzierung des Eigenheims. Jeder zusätzliche Prozentpunkt geht auf Kosten unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Höhere Sozialbeiträge machen Arbeit noch teurer und kosten schließlich Arbeitsplätze in Deutschland. Und das können wir nicht wollen, meine Damen und Herren. Die derzeitige Lage am Arbeitsmarkt war noch nie so gut wie heute. Das belegen natürlich auch die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6% und mit 43,4 Millionen Menschen können wir derzeit von Rekordbeschäftigung in Deutschland sprechen. Dies sind alles Belege unserer guten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, und darauf können wir stolz sein. Diese Entwicklung aber setzt DIE LINKE durch die Forderung nach höheren Beiträgen in der Rentenversicherung aufs Spiel. Natürlich geraten unsere sozialen Sicherungssysteme, insbesondere die gesetzliche Rentenversicherung, zunehmend unter Druck. Weniger Kinder in Deutschland, eine immer älter werdende Gesellschaft, die steigende Lebenserwartung und damit auch steigende Rentenlaufzeiten führen dazu, dass das Sicherungsniveau in der gesetzlichen Rente sinkt. Aber gerade deshalb kann doch nicht die Konsequenz sein, andere Formen der Altersvorsorge infrage zu stellen oder gar abzuschaffen. Ziel unserer Politik muss doch sein, nicht Dinge, die sich auch bewährt haben, abzuschaffen, sondern zu versuchen, Hemmnisse und Hürden zu überwinden und für Verbesserungen zu sorgen. Und warum ist das so sinnvoll? Weil die private und die betriebliche Altersvorsorge eben zwingende Voraussetzung ist, um Vorsorge individuell und auch krisensicher auszugestalten. Und dazu zählt natürlich auch die staatliche Förderung. Staatliche Förderung in die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge ist ein ganz entscheidender Anreiz, um letztendlich auch Vorsorge für die Menschen allumfassend auszugestalten und auch Anreize zu setzen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es eben auch wichtig, den Menschen mehr netto vom Brutto zu lassen. Soweit zum Grundsatz. Jetzt fordern Sie, die Kollegen der Linken, dass die Förderung der privaten Altersvorsorge, also Riester, abgeschafft und Sparvermögen freiwillig in die gesetzliche Rente überführt wird. Die gesetzliche Rente ist aber kein Versicherungssystem, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem jeder, wie ihm beliebt, einfach mal einzahlen kann und seine Rentensprüche damit individuell ausbauen kann. Unser Rentensystem ist solidarisch und umlagefinanziert. Es fußt auf dem gesamten Erwerbsleben, in dem jeder Beschäftigte seinen prozentualen Beitrag zahlt. Das heißt, heutige Arbeitnehmer zahlen die Renten heutiger Rentner und künftige Arbeitnehmer zahlen die Renten künftiger Rentner. Wenn DIE LINKE also fordert, dass Beschäftigte ihr Sparvermögen in die gesetzliche Rente einzahlen, dann sind es die künftigen Generationen, die diesen höheren Rentenanspruch mit deutlich höheren Rentenbeiträgen auch zu finanzieren haben. Das, meine Damen und Herren, ist nicht gerecht und kann nicht die Lösung sein. Jetzt sind wir uns ja auch über die Wirklichkeit, über das, was sich natürlich draußen auch auf den Finanzmärkten abspielt, bewusst. Und wir wissen auch, dass die Folgen einer EZB-Niedrigzinspolitik, die sich natürlich auch auf die privaten und betrieblichen Rentenanwartschaften auswirken, hier schwerlich im Deutschen Bundestag überwinden können. Was wir aber tun können und auch werden, ist die private und die betriebliche Altersvorsorge, und dazu zählt natürlich auch Riester, wieder attraktiver zu machen. Dazu müssen wir die Mehrfachbelastungen, die durchaus
einem Vertragsabschluss im Wege stehen können, abzuschaffen und auch Bürokratie abzubauen. Das muss das Ziel unserer Politik sein. Wir alle hier, meine Damen und Herren, in diesem Hause tragen Verantwortung für eine gute und vor allem eine generationengerechte Alterssicherung. Und weil das so ist, werden wir den Antrag der Linken heute ablehnen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Kanzel Kizil-Tepe, SPD.